So Leute, und willkommen zu 7 Days to Die Wild. Wer ist das 7 vs. Wild oder 7 Wild oder irgendwie so ein Scheiß? Schwamm drüber. Ja, wir sind jetzt hier in das Haus mit Klaus, aber Klaus ist draußen und der rennt weg von der schreienden Maus. Nee, Erik ist auch hier. Mahlzeit. Hört am besten gar nicht auf den Typen, der dummes Zeug labert. Ja, denn das könnte ansteckend sein. Okay. Wenn ihr Angst vor Tumoren haben sollt, solltet ihr ganz schnell ihm nicht mehr zuhören. Das ist gesünder für euch, glaubt mir. Ja, und auch für mich, weil ich höre mich selber nicht mal zu. Ich habe mit mir selber abgeschlossen. Das weiß ich, Tobi, das weiß ich. Ja, irgendwann ist der Tag, da muss ich gehen. Und auch mein wahres Ich muss gehen. Merkt ihr, Leute, was ich meine? Merkt ihr es? Ich habe das Gefühl, er labert von Tag zu Tag mehr Blödsinn. Und ich dachte schon, das geht gar nicht mehr. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Wo hast du eigentlich die ganzen Reparaturskissen gemacht, die roten? Weil ich hatte ja jede Menge gesammelt. Wo sind die? Weil ich sehe da nur eben. Hast du die verwendet für deine Rüstung? Nein, nicht für die Rüstung. Sondern? Meine Wrench und mein Schraubenschlüssel. Weil der auf Level 1 ist, hält der halt nicht lange durch. Okay, weil ich dachte jetzt gerade, weißt du, für die Klamotte, weil das wäre ein bisschen überflüssig, meiner Meinung nach. Gut, dann weiß ich Bescheid. Alles klar. Gut. Oh, mein erster Lootbag von einem Zombie. Nice. Ich hab was Feines gekriegt. Weißt du schon? Steinaxe Level 4. Ja, hab ich auch schon. Schon seit 1950. So, dann muss ich jetzt mal. Ja, Tobi, wie bist du? Du bist alt. Dann muss ich mal gucken. Ja. Ich bin schon schrullig. Okay. Dann muss ich mal kurz gucken. Bist du so alt, dass man dich in ein Museum stellen sollte? Ja. Menschenmuseum, wisst ihr? Auch Madame Tussauds genannt. Wir brauchen hier mehr Kisten. Das ist, ja. Schon ziemlich belastend hier alles. So, clever. Immer den da nochmal drin klatschen. So, dann haben wir jetzt hier den Saatgut. Können wir den Blau nochmal drin klatschen. Zack, zack. So, dann noch diese schöne Blümelein. Ah, Blümelchen. So. Sehr schön. Sieht sehr, 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 sehr schön aus. So, dann machen wir die Klinge hier hin. Zack. Dann sieht das doch alles sogar noch besser aus. So. Jetzt gucken wir mal kurz. So. Mann, geh da hoch, du! Dann müssen wir das mal auseinander machen, zerlegen, zack. So. Naja, wird doch schon langsam richtig schön dunkel und dämmerig. So, wo muss ich denn jetzt hin? Ich sehe jetzt den Marker. Nee, da hinten. Oh Gott, da muss ich hin, ja. Aber muss ich mal kurz auf die Karte gucken. Wo muss ich jetzt hin? Ja, ich muss da hinten. Jo, wenn man mal so sieht. Ach, hab ein Seepferdchen gemerkt. Ja. Dann lauf ich dann mal da hinten hin. Ich drehe jetzt noch zwei Stunden, dann drehe ich meine Runde. Ich
Ja, das Militärslager Bravo kenne ich schon, da gibt es nichts Besonderes. Da war ich schon gewesen, Leute. Ja, ist halt eben, wie gesagt, nichts Besonderes. Muss ich mal kurz gucken. Ich bin ja. Ich dachte, ich bin wieder mal ein Level gestiegen, aber nein. Also schnell geht es leider nun doch nicht. Nee, obwohl wir den Multiplikator schon hochgedreht haben. Ja, aber auch nicht so extrem, weil das wäre dann wahrscheinlich alles dann noch ein bisschen zu einfach. Naja, der Multiplikator geht ja bloß bis 200. Du hattest den auf was? Auf 175? Ja, müsste noch, ja. Du warst schon Maximum. Kannst du jetzt mal sterben? Nee. Bleib tot. Nee. Tote Fleisch steht nie auf. Also bleib liegen. Was ist denn das da? Müll. Ja, Knochen braucht man nicht. Also nicht unbedingt. Halt Nöschli. Ich hau dir auf den Nöschli. Und bist du nicht still, dann stopp ich dir Rekul am Mund. Mit ganz viel Winterkraft. Bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Ja, und wenn es bloß mit Bonbons ist. Ich bewerf dich mit Bonbons, bis du anfängst zu bluten. Stell mir gerade den Erlkönig vor, wie der versucht, das Kind mit den Bonbons zu locken. Ja, warum nicht? Kinder? Süßigkeiten? Frag doch mal die Leute da draußen, die mit dem. Oh nee, ich lasse. Ich lasse. Ich wollte gerade sagen. Ja, die machen das doch auch so. So wie damals die Werbung. Ist das dein Hase? Komm mit, ich zeig den echten Hasen. Dass die abgesetzt wird oder wurde, kann ich bis heute nicht nachvollziehen. Ehrlich. Weil die hatte wirklich eine absolute krasse Message. Ja, die meisten haben es aber auch falsch verstanden. Ja, was ich nicht nachvollziehen kann. Wirklich, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Ich fand diese Werbung super. Weil das Internet ist wirklich gefährlich für Kinder. Und ich finde das so Da schlimm. ist das Internet gefährlich. Und ich finde das auch so schlimm, dass viele Eltern das einfach scheißegal ist. Ja, das ist traurig. Heutzutage passen die Eltern leider nicht mehr so auf, wie sie es eigentlich hätten tun sollen. Und ganz schlimm ist meiner Meinung nach die Plattform TikTok. Also, was ich da schon alles gesehen habe. Jetzt bin ich neugierig. Nein, das gehört hier nicht her. Ich habe nicht gesagt, dass ich jetzt hören will jetzt. Ich habe nur gesagt, ich bin neugierig. Ja, aber meiner Meinung nach ist dabei das Schlimme ist daran, viele, die machen Kinder, aber sind sich denn hinterher nicht bewusst, was es bedeutet, wenn man ein Kind hat, aufzupassen oder so oder zu erziehen. Weißt du? Da brauchen wir oder noch gar nicht wundern, dass die Gesellschaft immer mehr den Abgrund runtergeht. Wenn man das mal jetzt Ja. so ganz krass sagen möchte. Da ist was Wahres dran. Weil es gibt heutzutage so viel Sachen zum Verhüten, Spirale, Kondome, was weiß ich nicht noch alles, Pille. Ja. Aber manche sagen sich, was Pille? Ich krieg Pille. Ich hau dir das Maul. Ja. Manche Menschen sind einfach zu dumm zum Verhüten. Ehrlich gesagt, ja. Ja. Kann Kann man ich, sagen, da was kann ich man dir will. 100% zustimmen. Man sagt ja auch, gegen Dummheit ist kein Kraut gewachsen. Da kann ich dir Man auch sieht's. wieder nur zustimmen. Ach nee, naja. Und den dritten Spruch kennst du auch? Oh, wieder zwei Kochbücher, schön.
Tobi, unter der Dom ist immer schwanger. Aber der macht echt viel Sinn. Ehrlich, der ist gut. Sie klingt wie diese Streamerin. Ist die da oben drin? Oh, ich hab grad aus Versehen eine falsche Tür gelesen. Na ja. Was tust du denn hier hoch? Du dürftest die gar nicht spawnen. Will ich schreien? Die Leute rufen? Ich hoffe nicht. Und meine Hoffnung ist dahin. Na super. Hüchchen, deinem kleinen roten Kleidchen. Ulala. Diese scheiß Hunde hier. So, bitte nimm mal mit. Oh, noch ein Goku für Erik. Schön. Machen wir mal hier zu. Ich hab den Bock auf irgendwelche. Ach ne, jetzt ist sie offen. Okay, naja. Kann man auch mit der Schraube. Hey, das ist gar nicht. Was hier? Fertig von Sturmgewehren. Bündewaffen. Bammel. Was sammeln ich den Zuwachs? So, die zweite Screamerin konnte zum Glück nicht schreien. Das ist gut, wäre ich hier immer noch beschäftigt. So, immer noch irgendwelches Viehzeug hier. Sag mal, geht's dir zu Jude oder was? Lass die Tür in Ruhe! Mann! So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Und zwar, hier muss irgendwo irgendwas sein. Ja, natürlich da unten. Ach, ihr lasst euch ja auch immer Dinge einfallen, Mensch. Zum Glück habe ich auch immer einen Bauplatz hier in der Nähe. So, machen wir einfach mal so. Du kriegst die Tür nicht zu. Wo kommt denn die schon wieder her? So. Bin immer wieder mit. So. Adios, amigos. So, jetzt mal gucken, was noch hier drin ist. Nehmen wir einfach mal alles mit. So. Na dann wieder zurück. Weil es so schön war, den ganzen Weg wieder zurück. Das hier ist aber auch ein schönes Farmerhaus. Boah, das sieht auch richtig schön aus. Stufe 3. Oh, keine Dietrische mehr. Oh, wenn ich jetzt gegenschlage, wird doch jetzt gleich der Alarm losgehen. Warte mal.
Oh, was haben wir da drinne? Alter! Wie sieht der denn aus? Geh weg! Alle Löschnahrung. Wo muss ich denn hin nach? Ich muss da hin. Oh. Ja, Leute, die konnte ich jetzt nicht besiegen. Die waren ziemlich stark. Die hatten alle so Löschnahrung. Mit sorry. Gehalten würde ich extrem viel für den Anfang aus. Ja. Später, wenn wir besser bewaffnet sind, sind zwar kein Problem mehr, aber immer noch lästig. Kann ich nur zustimmen. Aber mit am schlimmsten sind so wie du so die grün leuchtenden. Ja. Boah, Biker hier. Die sind richtig furchtbar. Wir brauchen Fleisch und Eier. Dann such doch nach Neste. Dann suche ich schon die ganze Zeit, aber Fleisch rennt mir einfach nicht über den Weg. Sei denn, du kannst frisches Fleisch irgendwie organisieren. So. Läuft der und jetzt zum mir, Alter. So, hat er einen Stock im Hintern? Der läuft, der ist irgendwie so komisch gelaufen. Klappe. Ach, das ist wieder der Kollege, der Leuchtner. Der verfolgt mir die ganze Zeit. Der hat kein Leben. Wie, du hast jetzt schon einen Leuchtner an der Hacke? Nicht Leuchtner, nein, Leuchtner Augen, so meine ich das. So leuchtet auf. Ah, der verfolgt mich schon die ganze Zeit, der mag mich. Naja, will dein Freund sein. Du mein Freund. Lass uns Freunde sein. Oh. Junge, der macht einen Lärm, obwohl der nur alleine ist. Ja, will deine Aufmerksamkeit, Tobi. Check dann, ey. Sieht aus wegen schlecht Wetter, wa? Stell mal vor, Alter. Ohne Scheißen. Und so ein Zombie mit ADHS. Scheiße. Das wär doch.
Oder ein Zombie mit Parkinson. Zombie oder mit Alzheimer, ey, der wäre. Zombie mit Alzheimer. Ja, das kann. Das funktioniert nicht. Dann vergisst er, wie man Menschen frisst. Ja, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht, Tobi, weil das Gehirn von Zombies ist sowieso bloß noch Matschepampe. Das stimmt auch wieder. Ach ja. Könnt ihr jetzt noch weitere Sachen raushauen, aber nein. Nicht, dass er dann wieder kommt, ich bin diskriminierend. Naja, eins würde mir doch einfallen, und zwar das Down-Syndrom. Aber auch Rollstuhl, ne? Kommt da so angerollt zu dir. Zombie im Rollstuhl. Zombie im Rollstuhl. Ja, also das ist, Leute, das ist die Nosatire. Ja. Ganz ehrlich, diese Idee ist schon so durchgeknallt, die hört sich schon wieder fast lustig an. Also wie gesagt, Leute, nee, ernst meinen, das ist Spaß, ne? Spaß. Ja, ich will keine, ich ernst nehmen. Ich will keine bösen Kommentare sehen, weil wenn ja, dann werde ich sie löschen. Denn wir machen hier nur Spaß. Nichts davon, was wir hier sagen, ist ernst gemeint. Denn wie hat Roberto Blanco immer gesungen? Bisschen Spaß muss sein. Denk, dass die Welt von Sonnenschein zu sein. Was? Verrückt zu sein? Ja. Nein. Ach, nee. Doch. Warum? Worum geht's? Keine Ahnung. Okay. Du hast doch gesagt, doch. Das sind keine Ahnung, worum es geht. Sagst du es mir? Hier ist schon wieder Nitratablagerung. Ein Karton. Da drinnen sind Nägel. Ein paar Nagel. Kannst du ein paar Bretter nageln? Ja. Oder auch das, ja. Oh, was für eine schöne Blume. Und die Nitratader schuld, ne? Letzte Maus von Mexiko. Echt jetzt? So hatte ich das jetzt im Kopf. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß warum. Ne? Weil du ein Erik bist. Das ist Grund, weil... Weil du ein Erik bist. Bin ich der Einzige, der das nicht rafft, oder? Ich weiß nicht, was du meinst. Ich weiß, weil du ein Erik bist. Was los, M? Hilfe! Warum, was los? Ich fall durch die Karte! Warum machst du denn das? Ich bin durch den Boden gefallen! Durch die Boden? Ich bin durch den Boden gefallen, ich... Ich falle immer weiter! Das ist doch schön, wenn der Blutmond ist, dann kann uns nichts passieren. Nein, du verstehst nicht. Ich komme nicht mehr weg. Oh, ist doch schön. Und jetzt bin ich wieder auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Irgendwie. Und mein Spiel hat extreme Glitches. You know the drill, asshole.
was ist hier los? Oh, jetzt hat sie es wieder gefangen. Oh Gott, was war das denn? Keine Ahnung. Eventuell ein Spielfehler. Wenn es ein Spielfehler war, dann war es ziemlich großer. Man weiß es nur noch nicht. Ja, es bleibt rein Rätsel. Genau, es ist und bleibt ein Rätsel. Das sind ja ein paar Dödel. Ja, aber es sind meine Dödel. Oh Gott. Ich glaube, da ist jemand SpongeBob geschädigt. Ja, bin ich. Gib mir auch alles zu. Ich liebe den kleinen gelben Unterwasserschwamm. So. That's all you're gonna buy. Das. So, da war das da rein, das dieses und das jenes. Ich bin schon dabei, geschmiedetes Eisen herzustellen. Pupsen. Das ist doch schön. Ich habe gerade, was waren das, 135 oder so in Auftrag gegeben und die sind fast alle durch schon. Ah ja, das freut mich. Schade, dass man mit Eisen nicht die Wände verstärken kann. Und mit Stahl. Die extrem unrealistisch finde. Ja. Aber gut, okay, Realismus und Videospiel. Ach ja. Hey. Die Pilzwand. Ich muss aber zugeben, in unserem alten Haus war die Pilzwand irgendwie geiler. Größer. Ja. Ja, ich finde eine Klamotte an. Nee, was soll ich für eine Klamotte anhaben? Da hast du eine komische Flasche auf dem Rücken. Ja. Ich hab dich auf dem Rücken. So, jetzt muss ich mal kurz. So, dann muss ich mal kurz erstmal dein Zeug erstmal, das hier drin machen. Das ist Kaffeebohnen, ja, mach mal einfach. Pressalien. Saatgut. Ah ne, die Pressalien kommt ja in der Küche, okay, ja, stimmt. So wie die Kartoffeln und so weiter, alles, okay. Ganz genau. Dann muss ich mal jetzt kurz mal. Da habe ich jetzt in der Saatgutmaschine habe ich wieder deine Rezeptebücher hingemacht, ja. Alles klar. Kaffeebohnen gehören auch in die Fresskiste. Und ich kann den Penner-Eintopf herstellen. Hier,
frage ich mich bloß, was braucht man dafür? Schauen. Da. Ja. Oh, doch, verrottetes Fleisch braucht man tatsächlich auch doch zum Kochen. Ich war mir nicht mehr so sicher. Was braucht man denn dafür? Verrottetes Fleisch, Kartoffeln, Mais, Tierfett und Wasser. Das ist einfacher als ich dachte. Wir brauchen auf jeden Fall nochmal eine Truhe da, wo wir unser sämtliches Zeug drin machen. Die sämtliches Zeug? Welches sämtliche Zeug meinst du denn? Also wie die jetzt hier, die nicht beschriftet ist. Du meinst so eine Ramschkiste? Ja, ja. Ja, kann ich gleich mal in den Auftrag geben, siehst du. So, das kommt hier hin. Das kommt hier hin. So, das machen wir mal auf. Dahin. Das machen wir. Hierhin. Das machen wir. Dahin. Das. So. Gut. Hey Tobi, pack mal in die oberste Ramschkiste das, was man einschmelzen kann, so wie Steine, Eisen, Blei, Messing. Damit ich das weiß, wo das direkt ist. Und nicht schon wieder! Die kotzt mich so an! Wo bist du, du Schreialsine? Ich werde dich verstummen lassen. Oh Gott, das sind gleich Zwillinge! Wo sind die? Tot. Ich glaube, die eine konnte schreien. Ja, ich sehe schon welche antraben. Dann machen wir das hier hin. So. Warte, eigentlich auch was von dieser Abschrift. Aber machen wir hier hin. Schön, jetzt kommen sie sogar hier rein. Mit der Großfamilie. Hey, mein Lootbag. Das Team. Ja, du nimmst auch manchmal meine Dinger. Ja, ja. So. War wenigstens was Spannendes drin? Ja, ein bisschen Pflastersteine, eine Zeitschrift, die nicht für dich gedacht ist. Ja. Dann halt ein bisschen, warte mal, was war der geschmiedete Eisen oder sowas? Stahl. Ein bisschen Roastbeef, ein Hühnchen, eine Pizza. Ja, so nett. Ein bisschen Pflaster in den Eisbecher. Eisbecher. So. Okay, ist jetzt nicht gut, weil ich brauche. Ah, kannst du sortieren, das ist mir so anstrengend. So. Weil irgendwann, ich finde, man verliert man echt den Überblick, ey. So.
Oh, der Branch ist beinahe hinüber. Wir machen das mal hier. Gut, dann du hast schon alles rausgenommen. Ja. Das letzte. Rück hier drinnen. Hört da gar nicht rein. Irgendwie das kaputte Glas nicht. Das nicht, das nicht. Das gehört da nicht rein, das nicht, das nicht. Ich habe jetzt einfach mal da so rein gemacht. Ja, das sehe ich. Ich habe ja gerade gesagt, bei so vielen Kisten verliert man dann noch ganz schnell mal den Überblick. Schreibt ihr ja nicht umsonst hin. So. So. Ich stick jetzt mal kurz an der Wand ein. Das ganze Schießpulver hin. Ja. So, na, das sieht doch schon mal um einiges besser aus. Wenn das denn jetzt dann noch aus Eisen ist, na dann, hammergeil. Rambazamba auf die Mama. Hast du jetzt den Zaun? Oh, das sieht aber auch schön aus. Guck dir mal an. Oh, der leuchtet aber schön, ne, der Brunnen. Zugeben, die Kerze strahlt heller, als ich dachte. Ja, ne? Ey, das sieht richtig schick aus. Ja, ich hab jetzt hier an den Zaun, jetzt den Zaun jetzt hier verbessert, ne? Mit dieser Bruchstein hier.
Und dann habe ich jetzt da oben drüber dann halt und jetzt dann diese Stacheln dran gemacht. Schlechte Idee. Was? Ich hätte das Ding noch in Höhe gemacht. Das würde doof aussehen. Das würde blöd aussehen. Ja, aber dann kommen die durch die Stacheln durch und dann klettern sie einfach rüber. Wie sollen die denn durch die Stacheln durchkommen, wenn ich denn... Ach, Erik. Wenn ich das denn so mache wie bei dir, wenn ich denn hier vor dann auch nochmal eine Fahrt mache. Hier. Ja, aber die gehen ja irgendwann auch kaputt. Ja, und dann repariert man sie. Dir kann man das wirklich nie recht machen, Alter. Du bist echt schlimmer als eine Frau. Für den Anfang ist das erstmal gut. Ja, für den ersten Blutmond soll das reichen, auf jeden Fall. Er sagt dann, dass wir hier den Blutmond verbringen. Da drüben ist der Blutmond-Camp. Alter. Ich meinte, wenn du das genauso da drüben machen würdest. Ja, da brauche ich aber auch erstmal Hilfe, weil dann müssen wir erstmal das Haus irgendwie erstmal richtig sichern. Weil so einsturzgefährdet wie das ist, ist es nicht sicher. Ja, cool. Wir können es ja mal so lassen und wenn es denn nicht gut aussieht, dann können wir ja dann immer noch eine Etage höher bauen. Ist ja alles nicht so schlimm. Aber erstmal würde ich das gerne mal so lassen, um zu gucken, ob es auch so funktioniert. Weißt du? Funktionieren würde es bloß nicht lange. Zumindest für später dann nicht. Leute, das ist wirklich manchmal nicht einfach mit ihm. Ehrlich. Was anpflanzen? Lass mich hier was anpflanzen können. Ja, den sechsten Tag. Gut, spätestens den nächsten Tag müssen wir auf jeden Fall rübergehen zu dem anderen Haus und dann alles parat machen für den Blutmond. Mein Gott. Haben Sie gehört? Ja, habe ich gehört. Sehr schön. Wobei, wenn man das jetzt gleich sieht, haben. Jetzt komme ich nicht mehr an die Saatgutkiste ran. Keine Ahnung, was fragst du mir da? Ich weiß es doch nicht. Woher soll ich das wissen, ne? Ich kann die Kiste nicht mehr aufmachen. Ich guck mal, ob ich das kann. Also kann ich aufmachen. Sagt gut, kann ich gut machen, ja. Ich kann gar keine aufmachen. Ach, jetzt auf einmal. Hä? Das Spiel. Nicht wahnsinnig. Sehr schön, Beetblöcke brauchen wir keine bauen. Sehr schön. Warum nicht?
Ja, will schon welche haben, also so aussieht. Das zählt. Das ist ein Paar. Ich würde sagen, für den Anfang sieht das schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Aber klar, wir können natürlich noch Zweten hochmachen, aber würde ich eher nicht wollen. Eher würde ich denn die Stacheln wirklich denn Eisen machen, denn hier vorne dann nochmal alles hinsetzen, müsste das ja eigentlich auch dann reichen, glaube ich. Ach ja. Das Leben kann so schön schäbig sein. Aber auch gute Überraschungen, die ich für ein Parat haben. War Tobi? Okay. Frag mich nicht, wohin ich jetzt darauf komme. Ich weiß es selbst nicht. Ja. Ach ja, Leute, 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 Leute.
So, dann klatschen wir das dann auch noch ran, zack. Sieht doch schon mal gar nicht mal so schlimm aus. Könnte schlimmer sein. So. So, der Tor wird auf jeden Fall dann auch noch komplett abgeholzt. Dann da drüben, dafür bräuchte ich dann, müsste ich mal gucken, Gebietsblock. Ja, mal Gebietsblock, was brauche ich denn dafür? Stein. Einen einzigen Kieselstein brauche ich. Haben gefunden. So. Gebietsblock und fertigen. Sehr schön. Ja, dann gehe ich dann schon mal rüber. Bist du noch da? Erik, hast du wieder stumm geschalten? Sorry, habe ich gar nicht gemerkt, dass ich den Knopf gedrückt habe. Ja, ich bin noch da. So. Ich würde sagen, ich kümmere mich denn den Tag denn am besten um draußen, um alles sicher zu machen. Und du machst bitte drinnen, versuchst alles sicher zu machen. Ja? In unserem nächsten Let's Play. Jo, alles klar. Gut. Mal kurz. Gebietsblock müsste ich mal kurz. Zack.
Können die Zombies den noch zerstören? Nee, ne? Da bin ich mir gar nicht sicher, muss ich ehrlich zugeben. So. Das Gebiet ist jetzt für uns gesichert. Heißt im nächsten Let's Play, Leute, heißt es denn, dass wir dann auf jeden Fall dieses Haus, was wir vorher ja hatten in unserem Livestream, wenn wir dann zu unser Blutmondcamp machen, so sicher machen, wie es nur geht. Und ja, genau gegenüber von unserem Haus. Ja, warum nicht, ne? Kann man ja mal machen, ne? Solange wie die unser Haus nicht angreifen, ist alles gut. Ja, Leute. Und damit würde ich dann sagen, das war's. Wir haben heute echt viel geschafft, muss ich mal ehrlich sagen. Und ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Und wenn nicht, dann nicht. Dann kann man das nicht ändern, aber dann ist es so. So. Und ich habe vergessen zu trinken. So. Und wartet mal kurz, Tobi baut Scheiße, Leute. Ich kann. Nee, das sieht doof aus. Und ja, morgen kommt dann halt eben, wie ihr sagt, dann wieder ein Let's Play von 7 Days to Die. Und wenn wir das dann schaffen, dann können wir dann natürlich, ist ja logisch, auch ein Let's Play machen von. Wartet mal, Leute. Von Renant. Gut, Leute. Und damit würde ich sagen, haut da rein. Und auf Wiedersehen. Aber nicht da.